Moin. Polen gegen Portugal. Ein Spiel der Nations League aus der Liga A in der Gruppe 3. Und zwei Teams, die schon gegen Italien gespielt haben und beide dabei positiv zu Ende gingen. Polen holte ein 1:1 und Portugal gewann sogar mit 1:0. Und sie hatten die Portugiesen nach einem Freistoß in der 16. Spielminute die erste Tormöglichkeit. Wojciech Szczęsny aber wird direkt der Ball in die Arme geköpft. Es war aber erstmal ein dominantes Spiel der Gäste aus Portugal. Eben in den roten Trikots von rechts nach links spielen und Bruno Fernandes machte dann nach 22 Spielminuten auch das 1:0. Verdient zu diesem Zeitpunkt, es war sehr schön rausgespielt. Zurückgelegt an den 16er, auf die Grundlinie gelaufen, dann eben in Richtung Elfmeterpunkt gespielt und knapp 6-7 Meter vor dem Kasten zieht dann Bruno Fernandes ab und Szczęsny kann so schnell dann nicht mehr reagieren. Also das frühe und verdiente 1:0 für Portugal. Und davon waren sie auch erstmal beflügelt. Krychowiak kommt erst nicht richtig ran. Bernardo Silva hat den Ball wieder. Krychowiak kommt wieder nicht richtig an. Und dann letztendlich ist es Guedes, der abschließt und das zweite Tor schon macht. 36. Spielminute. Der steht dann am zweiten Pfosten viel zu frei. Aber schon in der Entstehung hätte dieses Tor verhindert werden können. Bernardo Silva hat den Ball viel zu lange, Krychowiak eben mit dem verpatzten Klärungsversuch. Ist eigentlich schon dran, aber setzt nicht resolut nach. Glick ist noch erst dazwischen, aber das ist dann eben zu viel Freiraum für einen Klassenspieler und wieder für Szczęsny, der zwar diesmal dran ist, aber ist dennoch wieder nichts zu halten. Und vor der Pause nochmal die Portugiesen. Polen tat sich extrem schwer im Spiel nach vorne und wurde immer wieder von Kontern überrascht. Weitergeleitet und Pizzi bereits mit dem 3:0 in der 45. Spielminute. Und das bedeutete schon fast die Vorentscheidung. Es ging in dieser Phase fast eigentlich in kompletter erster Montur in der ersten Halbzeit zu leicht. Die Flanke wird zwar erst noch von den Polen weitergeleitet, aber auch das ist mehr eine Vorlage als eine Klärungsaktion. Und Pizzi hält er nur noch den Fuß hin. Szczęsny ist abermals ohne Chance. Jetzt wachte Polen auf und bekam vor der Pause nochmal die Chance zum 1:3. Lewandowski auf Zielinski. Krychowiak legt nochmal quer und der Abschluss ist dann aber auch gut von Beto pariert. Ist im kurzen Eck da, muss er auch sein. Knallt noch gegen den Pfosten. Aber so stand es dann zur Pause 0:3. Die mitgereisten Portugiesen waren extrem erfreut. Ronaldo war zwar nicht dabei, hatte sich ja abgemeldet. Und so waren sie trotzdem erfolgreich und kam auch wieder in den zweiten Durchgang sehr erfolgreich und gut rein. André Silva mit der Kopfballaktion hatte das entscheidende 1:0 zuletzt eben gegen Italien erzielen können am zweiten Spieltag der Nations League. Und hier war er wieder sehr auffällig. Nächster Abschluss. Bernardo erstmal, Szczęsny dazwischen. Die Situation noch nicht da vorbeigeklärt. Dann aber doch. Der Abschluss von Pizzi. Schöne Parade von Szczęsny. Der war wirklich höchst beansprucht an diesem Donnerstagabend und es kam noch schlimmer. Bruno Fernandes hämmert den Ball einfach mal ins kurze Eck. Es dachte jeder, der bringt den Flankenball in die Mitte, aber er zimmert einfach drauf. Und auch da ist dann nichts mehr zu parieren. Das ist ein klasse Schuss mit so viel Wucht. Auch wenn er ins kurze Eck geht, kann man da Szczęsny wieder keinen Vorwurf machen. Erstmal rechnet man ja mit dem Ball in die Mitte und dann ist der auch optimal getroffen. Da ist nichts zu halten. Auch wenn es unglücklich aussieht, die Schuld kann man Szczęsny da wegnehmen. Und jetzt wurde es richtig bitter für Polen. Einmal wachten sie aber nochmal auf. 69. Spielminute, zumindest deren Ehrentreffer wollten sie hier erzielen. 20 Minuten vor dem Ende. Und da verschätzt sich Beto einmal. Und dann kam auch das 1:4. War dann auch so in Ordnung. Die Polen hatten zumindest einmal ein wenig das Lächeln im Gesicht. Für Portugal trotzdem ein richtig erfolgreicher Nations League Spieltag. Jetzt 4:1 gewonnen eben am dritten Spieltag. Zuvor 1:0 Italien geschlagen. Sie stehen an Tabellenrang 1. Und das absolut verdiente Klasse-Partie. Auch ohne Cristiano Ronaldo also scheinbar eine sehr schlagfertige Truppe. Und Polen, die müssen sich dann in den kommenden Spielen deutlich besser präsentieren. Kedizora, der hier das 1:4 erzielt hatte, ärgerte sich, aber Bruno Fernandes hatte mit seiner Truppe einfach das bessere Händchen. Belgien und Schweiz, zwei Teams, die
Island bereits richtig heftig abfertigen konnten. Belgien gewann 3:0 und die Schweiz setzte sogar noch ein drauf. 6:0 gegen Island. Davor von dem Wikinger-Gebrüll nicht mehr viel zu hören am Ende. Hier war es also eine Spitzenpartie von Anfang an mit zwei gut aufgelegten Teams, die auch Lust hatten, nach vorne zu spielen. Wie gesagt, 6 Tore und 3 Tore jeweils lassen sich ja nach einem Spiel schon mal ganz gut anschauen. Und Belgien war hier zunächst erstmal die bessere Mannschaft. Und dann ist Meunier da, legt auf Lukaku, Mertens mit dem 1:0 in der 19. Spielminute. Folgerichtig nach einer drückenden Anfangsphase der Gastgeber, die hier dann auch eben verdient zur Führung kam. Es war bisschen zu einfach, wie sie sich da durchspielen konnten. Klar, das sind relativ schnelle Kontakte, kein Abseits. Aber trotzdem muss da die Schweiz rund um Rodriguez, Akanji eigentlich Zugriff bekommen. Sommer fliegt vergeblich. Aber dann wachten auch die Schweizer mal auf. Steven Zuber mit dabei auf Shaqiri, einmal quer rübergelegt. Und Breel Donald Embolo mit dem ersten Abschluss. Aber das war für Courtois noch kein größeres Problem. Doch sie wurden jetzt besser, die Gäste. Zuber auf Shaqiri, der mit dem Abschluss. Kompany ist aber dazwischen und kann Schlimmeres verhindern. Der Ball geht nicht auf den Kasten. Ansonsten wäre auch sonst Thibaut Courtois sicherlich zur Stelle gewesen. Der anschließende Eckstoß von Shaqiri reingebracht. Und Zakaria macht den Ausgleich, weil sich Courtois mal mächtig verschätzt. 32. Spielminute, der Ausgleich, der zu dem Zeitpunkt dann auch verdient war. Die Schweizer eben in den letzten Minuten deutlich stärker geworden und Courtois boxt vorbei. Auf der Linie stehen dann zwar zwei Verteidiger, Dembélé und Witzel sind es, die aber nicht rankommen. Sieht nicht glücklich aus, was Dembélé da macht. Hätte er sicherlich den Kopf noch dran bekommen können. Er stand aber 1:1 und die Schweizer wollten es vor der Pause nochmal wissen. Embolo, super Ball, kein Abseits und da ist Shaqiri. Der Linksfuß macht es mit seinem Rechten, taucht plötzlich völlig frei vor Thibaut Courtois auf und bringt die Gäste in Führung. 2:1 nach 40 Spielminuten, ging auch in Ordnung. Sie wurden immer stärker, belohnten sich jetzt auch mit den beiden Treffern und Courtois kann man diesmal aus der Verantwortung nehmen. Kommt zwar weit raus, muss aber auch, um den Winkel zu verkürzen. Das ist ein guter Abschluss, der dann auch haargenau neben dem Pfosten einschlägt. 2:1. Also zur Pause im zweiten Durchgang wurden dann die Belgier wieder deutlich aktiver und das mussten sie ja jetzt auch machen nach dem Rückstand. Witzel, Lukaku im Zusammenspiel, das ist Mertens Doppelpack, 2:2, herausragend. So kann man aus der Pause mal wieder ins Spiel finden. Super Abschluss, super Kombination, die Schweizer haben wieder keinen Zugriff. Diesmal noch eklatant größere Freiräume, die sie hier den Belgiern bieten und der sitzt auch eben haargenau oben rechts. Aus knapp 16 Metern kommt da der Abschluss. Akanji kommt nicht mehr hinterher, Sommer kommt nicht richtig aus den Latschen und so stand es dann 2:2. Etwas mehr als eine Stunde jetzt gespielt und die Belgier spielten wieder selbstbewusster und mit mehr Mut nach vorne. Meunier mit dem nächsten Abschluss, diesmal aber direkt auf den Keeper. Sommer hat den Ball fest. Und es gab dann eine Konteraktion für Schweiz im direkten Gegenzug. Embolo über die linke Seite, wird auch nicht richtig angegangen, bringt die Flanke. Und diesmal kann sich Thibaut Courtois auszeichnen, verhindert in der 68. Spielminute die abermalige Führung für die Gäste. Super Abnahme und da fehlte dann nicht viel zum Rückschlag erneut für die Belgier. Der anschließende Eckstoß wurde auch gefährlich, aber wieder Courtois, wieder in der gleichen Ecke, wieder mit der Parade. Es stimmt weiterhin 2:2. Und dann brachte die Partie erstmal lange keine Möglichkeiten. Bis zum 90. Die Schweiz versuchte auch auf Sieg zu gehen, aber Kompany konnte den Ball dann nach vorne preschen. Scheer ist das auf Xhaka, der aber mit dem Fehler. Mertens luchst ihm den Ball ab, legt quer auf Meunier und Meunier schließt ab und macht das 3:2. Es war das Tor des Tages in der Nachspielzeit. 92. Spielminute und die Partie war entschieden. Extrem bitter für die mitgereisten Schweizer, die hier auch einen Punkt verdient gehabt hätten.
aber auch ehrenwert, dass die Gäste eben auf Sieg gingen, das volle Risiko nahmen, dafür bestraft werden. Trotzdem, es war eine spektakuläre Partie mit vielen tollen Toren, die man sich gerne nochmal angucken kann. Belgien gegen Schweiz, 3:2 am Ende, Sommer und Co. sind bedient. Aber in erster Linie haben wir guten Fußball gesehen und das ist erstmal aus neutraler Sicht vor allem die Hauptsache. Sowohl die Niederlande als auch Deutschland haben in der Nations League schon auf Frankreich treffen müssen. Die Niederlande verlor am zweiten Spieltag mit 2:1 gegen den Weltmeister und Deutschland rang ja dem amtierenden Titelträger ein 0:0 ab am ersten Spieltag. Hier konnten sie bereits nach 4 Minuten das erste Tor erzielen. Marco Reus per Kopf, unglaublich. Der ist einfach wirklich gut drauf in letzter Zeit. Ja, auch schon im Trikot von Borussia Dortmund. Eine sensationelle Phase. Eines der größten deutschen Fußballspieler, die wir momentan haben. Aber dass er da per Kopf rankommt, ist auch nicht unbedingt ein Pro-Argument für die holländische Verteidigung. Cillessen kann nichts tun, steht vielleicht einen Schritt zu weit vom Kasten, aber der schlägt eben direkt unter der Latte ein und so steht es dann früh in der Partie 1:0 für Deutschland. Und sie spielten erstmal gut weiter. Langer Ball von Ginter auf die linke Außenseite. Rüdiger mal dazu finden und Sané fackelt nicht lange rum und macht das 2:0. Cillessen paukt seine Mannschaft da zusammen. Miserabler Beginn für die Niederlanden und die mitgereisten deutschen Fans. Es waren einige in der Johann Cruyff Arena, die diesen Treffer bejubeln konnten. Das war schnörkellos und schnell gespielt. Aber auch ein klasse Abschluss von Leroy Sané, der ja sonst mit Manchester City unterwegs ist. Jetzt warten aber auch die Gastgeber endlich mal auf. Memphis Depay über die linke Seite bringt die Flanke rein und was für ein Abschluss von Wijnaldum. Setzt den Ball aber nur an den Pfosten nach Flanke von Blind. 5 Minuten vor der Pause wurden die Gastgeber dann drückender und wollten sich jetzt belohnen. Das ist über die rechte Seite Promes mit der Flanke und da steht Memphis richtig und macht das 1:2. Der Anschlusstreffer vor der Pause deutete sich auch schon an und war jetzt auch das verdiente Resultat. Die sich hier erstmal abfeierten, sie lagen ja dennoch zurück. Trotzdem erstmal entstand eine Jubeltraube und es wurde zuversichtlicher im Publikum nach diesem miserablen Start, wo man mit 2:0 nach 15 Minuten bereits im Rückstand lag. Schöne Flanke, sieht in der Verteidigung bei Deutschland in der Situation auch nicht so glücklich aus. Und Depay entwischt damit seiner Qualität Joshua Kimmich. Neuer ist dann gegen diesen wuchtigen Volley einfach chancenlos. Vor der Pause hat er in Deutschland dann nochmal die Möglichkeit. Kimmich legt den Ball einmal rüber zu Jonas Hector. Und der Abschluss von Werner geht dann knapp vorbei. Es stand also zur Pause 1:2. Hier der Tunnel eben, aber nicht von Erfolg gekrönt. Cillessen muss nicht eingreifen. Eine unterhaltsame und ja auch schon torreiche erste Halbzeit, die bislang 1:2 stand aus Niederländersicht, aber zum Ende hin wurden sie eben stärker und das drückte sich auch erstmal wieder im zweiten Durchgang durch. Das ist De Jong, von De Jong bedient. Frenkie auf Lüg und der Abschluss nach 52 Spielminuten geht auch nur knapp vorbei. Neuer wäre sonst auch zur Stelle gewesen. Jetzt eine knappe Stunde gespielt und die orangefarbenen Niederländer wurden stärker. Das ist wieder De Jong. Wird da nicht angegriffen, bekommt dann auch den Abschluss. Neuer reißt die Arme hoch, muss sich da erstmal mit seiner Hintermannschaft richtig in Verbindung setzen, weil da keiner drauf ging. Der Abschluss darf so nicht zustande kommen, aber er war eben zur Stelle. Eine Stunde jetzt von der Uhr und die Gastgeber drückten und erzielten dann auch das verdiente 2:2. Wijnaldum gleicht aus, das hatte sich angedeutet. Neuer eben hatte er noch versucht, seine Hintermannschaft zusammenzustauchen, einmal zu ordnen, aber es nützte nichts. Und der hochverdiente 2:2 Ausgleich
stand dann eine halbe Stunde vor dem Ende auf der Anzeigentafel. Schöner Kopfball von Wijnaldum, direkt unter die Latte gesetzt. Und so dann eben das verdiente Resultat. Und jetzt ging für beide Seiten nochmal was. Deutschland wollte gerne den Dreier mitnehmen, nach 2-0-Führung sich das noch aus der Hand nehmen zu lassen. Möchte man nicht auf sich sitzen lassen. 20 Minuten jetzt noch auf der Uhr. Kimmich mit der Flanke und da ist Rüdiger. Klasse Flanke, klasse Kopfball. Und am Ende ist es dann minimal Pech, dass der so knapp am Kasten vorbeigeht. Sillesen wäre sonst auch im bedrohten Eck gewesen. Viertelstunde noch zu spielen. Nochmal eine Möglichkeit. Wijnaldum, der hatte wirklich Abschluss über Abschluss. Aber auch er traf nicht mehr. Ein Tor war ihm ja nur vergönnt dann scheinbar an diesem Abend. Und so trennen sich die Niederlande und Deutschland mit 2:2. Eine tolle Partie, geht unter dem Strich auch in Ordnung, dieses Resultat. Und Deutschland bleibt damit weiterhin ungeschlagen. Jo, das war die Prognose zum dritten Spieltag der UEFA Nations League. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auch über eine positive Bewertung und oder ein Abo freuen. Ansonsten ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Bis dann und ciao.